Leute, 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 here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid und wir machen weiter mit Are You The One? Der normale Staffel Folge Nummer 7 und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Vor allem nach dem Cliffhanger der letzten Woche könnte das durchaus interessant werden. Wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, checkt mal den Link in der Videobeschreibung und wenn ihr meinen Channel noch nicht gesehen habt, dann schaut ihr ihn gerade zum ersten Mal. Boom! Ich wollte sagen, wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, macht das sehr, sehr gerne. So, jetzt kommen wir zum Cliffhanger. Was ist passiert? Es gab beim letzten Mal eine besondere Situation. Obwohl schon alles vorbei ist, ist Sophia Tomalla wieder in die Villa reingesteppt und hat gesagt, oh, das mit der Matchbox-Entscheidung, no match, das tut mir jetzt leid. Ich möchte euch was schenken. Hier sind 20.000 Euro. Bitteschön. Aber dazu gibt es noch etwas Neues und das war der Cliffhanger. Schaut mal. Das ist eure neue Mitbewohnerin Melanie. Oha, oha. Und viele von euch haben das letztes Mal schon richtig reingeschrieben. Macht ja auch irgendwie Sinn. 20.000 Euro bedeutet eine Person extra dazu. Das ist Melanie und die wird das Ganze jetzt noch viel, viel komplizierter machen. Bisher gab es ja hier einen Mann mit 2 Perfect Matches. Jetzt hat der Mann 3 Perfect Matches. Boom! Und Ryan so, hä, wieso? Wieso denn jetzt 3? Nein, also offensichtlich 3 Perfect Matches, denn vorher war ja schon eine Frau zu viel. Und warum auch immer sie das machen, jetzt sind 2 Frauen zu viel. Das heißt, 2 Frauen gehen auch leer aus. Dazu kommt jetzt noch was obendrauf. Die Kirsche auf diesem Sahnetörtchen. Eine weitere Matchbox-Entscheidung. Und zwar jetzt sofort. Was passiert? Mir fehlen die Worte. Also, das gab's noch nie. Ihr müsst nur noch einen Typen auswählen, der mit Melanie in die Matchbox geht. Für mich ist sie nix. Sie ist safe attraktiv, 100%. Und es wird in die Runde gefragt, wer findet Melanie heiß? Wer möchte mit Melanie in die Matchbox? Für wen ist Melanie optisch interessant? Und was hört man? Nichts. Warum sagt ihr nichts? Also, was ist das denn? Und ich liebe es, wie fassungslos Kevin ist. Der denkt sich so, hä, die ist doch attraktiv, die ist doch heiß. Keiner meldet sich, was ist los mit euch? Und alle schauen so auf den Boden. Kann natürlich sein, Geschmäcker sind verschieden, aber diese Cringe-Skala in dieser Staffel ist besonders hoch. Okay, dann entscheidet unser Nesthäkchen Thais. Wer geht in die Matchbox mit Melanie? Etty. Okay. Ich hab, glaube ich, so aus erster Intuition heraus gewählt. Halli, hallo. Hola. Hola, lass dich umarmen. Wie geht's dir? Gut, dir auch? Mein Name ist Epi. Ich sehe schon Melanie. Und ich bin einfach nur gespannt, ob sie mein Perfect Match ist oder nicht. Und jetzt wird's krass. Sollten die beiden wirklich ein Perfect Match sein, dann heißt das nicht nur, dass die beiden die Villa verlassen werden, sondern eben auch die anderen 2 Perfect Matches. Die Mädels, die dann im Haus sind, müssten dann auch gehen. Und ich hoffe mal, dass das nicht passiert. Toi, toi, toi. wer hätte es gedacht? Und es hätte mich jetzt auch wirklich sehr überrascht, wenn die ein Perfect Match gewesen wären. Ich frage mich, was die Produktion dann gemacht hätte. Wahrscheinlich gibt es am Anfang so viele Konstellationen der Perfect Matches, dass sie dann einfach so spontan entscheiden. Denn insgesamt 4 Kandidaten loszulassen, wäre schon crazy. Naja, schauen wir uns erstmal Melanie an. Wie ist die denn so drauf? Mein Name ist Mella. Ich bin 23 Jahre alt und ich komme aus der Schweiz. Meine Flirt-Taktik ist einfach, Ola zu sagen. Ola, Ola. Und Melanie ist auch insgeheim so ein kleiner Flirt-Coach. Die gibt verschiedene Workshops online. Und dann wird in dem Seminar geübt, wie man das Ola richtig betont. Ola. Und sie, nein, du musst es so betonen. Ola. Es kommt wirklich hier auf die Betonung an. Sag es genau, wie ich es sage. Ola. 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 Ja, man muss eigentlich gar nicht viel sagen bei Typen. Mama, super. Das ist nicht so meins. Krass. Und es wirkt schon so ein bisschen komisch. Sie kommt so rein, fasst den Leuten so ins Gesicht. Seid ihr alle echt? Oh mein Gott, das sieht alles so gut aus. So viele Leute. Dieses Denglisch. Nicht, dass es aufgesetzt ist, aber es ist too much. Dieses Denglisch ist einfach too much, Freunde der Sonne. Ich denke mir dann immer, ich rede doch auch normal. Weißt du, was ich meine? Melanie hat auf jeden Fall eine gewisse Attitüde,
die, glaube ich, nicht alle feiern. Aber auch wahrscheinlich dafür steht, Stress mit ihr will man wahrscheinlich nicht haben. Wahrscheinlich. Das geht, halt, das ist gut. Dankeschön. Wunderschöne, attraktive Frau. Sie hat ein bildschönes Lächeln. Der Vibe ist zwischen uns gut. Und ich glaube, so langsam nimmt Kevin auch Abstand von Sina, denn der merkt, puh, der hat da viel reingebuttert. Nicht so, wie man es jetzt verstehen könnte, aber da kam nicht viel zurück. Deswegen denkt er sich, naja, also ich finde die Melanie gar nicht so schlecht. Schauen wir mal kurz rüber zu Etty und Lisa Marie. Lisa Marie hat ja eigentlich was mit Paolo, aber da auch nicht so richtig. Denkst du immer noch, wir wären ein Perfect Match? Könnte sein. Ich weiß nicht. So, der Kuss mit Maya war cool, aber hätte ich auch nicht machen müssen. War unnötig? Und unserer? Nee, ich hab gesagt, deinen bereue ich nicht. Ich glaube, jede Frau würde sich darüber freuen, wenn ein Typ sagt, nö, mit dir bereue ich nicht. Also ja, ich überrasche mich gerade selbst, aber nö, bereue ich nicht. Und die Schmetterlinge bei der Frau machen eine Party, denn so ein schönes Kompliment. Nö, nicht bereut. Super. Man fühlt sich schon ein bisschen bestätigt dadurch. Was machst du da? Hä? Ich zieh mich um. Und Etty auf dem Weg schaut nochmal zur Kamera. Und was wird er sagen? Hola. Nein, er wird sagen, Lisa Marie, du ziehst dich gerade um. Kann ich dir eventuell irgendwie zur Hand gehen? Und ja, was wir da wieder gehört haben, waren Küsse und verschiedene andere Schmatz- und Stöhngeräusche. Nein, es waren eigentlich, glaube ich, nur Küsschen. Wahrscheinlich. Aber anscheinend gibt es in der Villa so viele tote Winkel, wir sehen es nicht. Wir hören es nur. Vielleicht machen die auch bald so einen Podcast. Are You The One Kids, der Podcast. Nur Schmatzgeräusche. Aber zurück zu Lisa Marie, die löst sich von Etty mit einer gekonnten Drehung und denkt wieder über Paolo nach. Paul hat mit Kevin, Edda und Pia, glaube ich, auf der Tanzfläche rumgemacht. Ich würde es halt nicht machen. Wenn du es fühlst, ist es okay. Ich fühle es nicht. Doch, du hast es in dem Moment gefühlt. In dem Moment vielleicht ganz, ganz kurz. Trotzdem weiß ich, wo ich am Ende hingehöre und wer am Ende mein Perfect Match ist. Und Lisa Marie wischt sich noch so ein bisschen Etty weg und sagt so, ja, aber ganz ehrlich, finde ich nicht cool, weil du hast ja auch irgendwie gesagt, dass du es mit mir irgendwie ernster meinst und jetzt machst du mit irgendeiner anderen rum. Aber das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Und die können natürlich alle machen, was sie wollen, aber Paolo eben auch. Ich fühle mich mit dir wohl. Das hat keine Bedeutung gehabt. Lisa Marie scheint auch so eine kleine Zauberin zu sein und macht BUM! Und plötzlich ist sie weg und Paolo, hä? Zurück zum Drama, auf jeden Fall Edda. Habe ich die Namen heute drauf? Edda und Etty. Doch, Edda ist so ein bisschen verwirrt, denn die hat mitbekommen, dass da jemand im Haus nicht so gut über sie gesprochen hat, als sie beim letzten Mal auf den Dates war. Habe ich kommen sehen. Ich habe gehört, dass die Pia über mich in meiner Abwesenheit gesagt hat, dass ich hier bin, weil ich Fame-Guy bin. Finde ich schwach. Pia, ich habe mal eine Frage. Mir wurde gestern sowas erzählt, wo ich mir dachte, ich finde es nicht so cool, wenn ich nicht in der Villa bin und du über eine Person, die nicht da ist, sagst, dass sie Fangirl ist. Und ich mag es, dass Edda hier Pia direkt konfrontiert. Das erleben wir eigentlich nicht. Normalerweise kommen noch 28 Interviews dazwischen von verschiedenen Leuten, die irgendwas dazu sagen. Aber Edda, straight off Pia so, okay, ich bin also Fangirl, warum? Weil halt den ganzen Tag Drama ist, um dich drumherum. Das Drama rund um Edda und Ryan, das war in den letzten Folgen auf jeden Fall vorhanden. Sagen wir es mal so. Ich verstehe sie auch, wenn sie das verletzt, aber ich finde, dieses Drama war völlig überzogen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das natürlich ist. Das Ding ist, wenn du sagst, du bist auch nicht verliebt und so, aber warum hast du denn so reagiert? Geht dich ja auch nichts an, oder? Versuch, alles ein bisschen lockerer zu nehmen. Hier versucht ja Edda jetzt so ein bisschen zu führen und zu leiten. Ey, nimm das alles mal so ein bisschen locker. Komm mal jetzt bitte ein bisschen runter. Ne? Diese Geschichte mit Ryan und Sina und bla bla bla, dass ihr da so Stress gemacht habt, das war doch nur für Sendezeit. Also, das hat mir nicht gefallen. Du musst das locker nehmen. Oder bist du schon verliebt? Apropos verliebt, wir haben ja ein gewisses Traumpaar hier in der Villa. Bisher noch Zida und Jana. Ey, ich kann jetzt nicht sagen so. Ist aber gerade was passiert so und ich hab voll den Miesen gerade. Ja, krank. Und Lina denkt sich gerade so, hä, macht der mir jetzt Konkurrenz mit diesen Betonungen? Und sie sagt, wie meinst du das? Krank? Und dann er wieder. Krank. Und sie, krank? Auf jeden Fall denkt sie sich dann noch, oh mein Gott, krank? Gut, dass ich gerade eine heiße Pflegerin bin.
Boom, habe ich mich selbst zurückgehalten, damit ich euch nicht nerve mit dem Boom. Boom. Gerade hat sie voll mit Ryan getanzt. Einfach nur aus Prinzip, weil ich meine das 100% ernst mit dir. Ich finde zum Beispiel Tanz mit dem anderen nicht schlimm. Party. Dann habe ich halt gesehen, dass es halt intensiver wurde. Immer intensiver. Und ich muss sagen, ich habe mich täuschen lassen, denn ich habe ihm das schon so ein bisschen abgenommen in den letzten Folgen, dass er gesagt hat, nee, ist egal, mach doch einfach, was du willst, alles ist cool. Da hat mich das schon gewundert, dass Jana das immer so eingefordert hat. Aber jetzt, der wird gerade zu Hulk und seine Haare stehen ihm zu Berge. Hat mich das irgendwie so verletzt, um ehrlich zu sein. Ich habe mit Jana gequatscht und ich habe sie halt ehrlich gefragt, ey, ist das gerade einfach nur Are you the one halber, so dass du es einfach auf Schein ernst meinst oder meinst du es wirklich ernst, dass du mich außerhalb kennenlernst? Ernst oder nicht ernst? Sag mir jetzt, damit ich mich drauf einstelle. Und sie meinte halt zu mir, dass sie mich halt außerhalb kennenlernen möchte. Du hast ernst gesagt? Ernst. Und das bedeutet für mich was. Ernst? Ernst. Und dieses bedeutungsschwangere Ernst? Ernst. Also ernst. Ernst. Wenn ernst, dann ernst. Und ich habe sie gefragt und sie hat gesagt, ernst. Dann ernst. Und was darf da nicht fehlen? Weißt du, was ich meine? Und ja, unabhängig davon, die kennen sich so ein paar Tage. Beim letzten Mal haben wir ja schon gehört, dass Jana da ein bisschen zweifelt. Und jetzt kickt halt doch die Eifersucht rein. Und sieh da, der kann das alles nicht mit ansehen. Denn Jana springt auf der Tanzfläche, wackelt ihr Popöchen an irgendeinem Schoß von einem anderen Kerl, dann wieder auf der anderen Seite und das macht den fertig. Aber kurz vorher noch, nee, du kannst ja machen, was du willst. Ich konzentriere mich auf diese eine Person und ich fahre einfach nicht mehrgleisig. So, jeder kann ja machen, was er will, aber... Aber nicht tanzen mit dir, respektlos! Oh, bist du sauer auf mich? Nein, aber ich habe gerade keine Lust zu reden. Oh, das ist unnötig jetzt. Ist auch komplett unnötig und jetzt sehen wir hier sein wahres Ich, denn das war alles nur eine Taktik, dass er gesagt, nein, Baby, ich würde doch niemals irgendwas verbieten oder irgendwas sagen. Du kannst machen, was du willst, ich bin wirklich der Lockerste von allen. Bis sie es dann mal macht. Ich glaube, er fand das nicht so nice, dass ich mit Patty so getanzt habe. Die ganze Zeit sagt er, mach was du willst, ne, hat Spaß. Getanzt, Alter. Ist ja. Der doof? Boah, da hätte ich schon gar keinen Bock mehr. Als hätte ich mit dem rumgelegt. Entschuldigung. Und selbst wenn, weißt du, ich meine, du bist ja auch nicht mit ihm jetzt schon in einer Beziehung. Ja, wir sind nicht verheiratet. Was mit dem? Was ist mit dem? Was ist mit dem? Weißt du, was ich meine? Und ja, natürlich können die da machen, was sie wollen. Das ist halt das Prinzip der Show. Es ist ein Dating-Format. Man lernt sich kennen, aber du lernst halt auch nicht eine Person kennen, sondern einige und musst dann überlegen, wer ist ein Perfect Match. Gut, dass ich jetzt nochmal das Prinzip erkläre. Im Endeffekt ist alles kein Problem. Zida ist halt eifersüchtig jetzt. Du sagst das zu ihr, dann sag es mir doch. Okay, ich sag's dir doch gerade, wenn du mich nicht ausreden lassen würdest. Ich sag dir doch, tanz doch mit wem du willst. So, du kannst ja, anscheinend ja nicht. Warte, als hätte ich mit dem rumgelegt oder sowas. Wir haben jeder tanzt mit jedem. Wo ist das Problem? Also, wenn du das für richtig empfindest, alles cool. So, ich verurteile dich nicht. Dann soll es nicht sein. Fertig aus. Okay. Und er möchte sie jetzt schon so ein bisschen mindmäßig unter Druck setzen. So, aber okay, wenn du das in Ordnung findest, kein Problem. Dann passt vielleicht nicht. Also, ich verurteile dich nicht. Wenn du das jetzt okay findest, findest du das denn okay? Wenn du mir sagst, du willst für Show machen, kein Problem. Ich bin bei dir. Tanz. Wie tanze ich mit Shelly? Komm her. So, kein Problem. Ich. Und ich liebe es, wie der jetzt zeigt, wie man tanzen kann. Das ist die erste Stunde. Also heute werden hier viele Workshops gegeben. Die Frage ist nur, ob die jemals von irgendeinem gebucht werden. Er so, ey, du kannst tanzen. Guck mal hier, so mit Abstand. Sie steht irgendwo da hinten, aber in Sichtweite. Man sieht sich. Hey, ist überhaupt kein Problem. Und wenn es dir doch zu nah ist, gehst du noch einen Schritt zurück. Gar kein Problem. Dann kannst du auch winken. Komm her. So. Kein Problem. Tanz, mach eine Drehung. Boah, ey. I protest that. Eine Drehung darf sie auch machen. Also zieh da, der haut hier raus. Der lässt aber die Leine wirklich gerade locker. Ich lass dich, eine Frau, komm her. Ich mach diese Filme nicht. Wenn du es machen willst und wenn du es für richtig empfindest, okay, dann passt nicht, sorry. Er übertreibt halt hier komplett seine Rolle. Ja, die wollen sich auf Ernst eventuell draußen kennenlernen. Das ist so der Stand der Dinge. Die hatten schon öfter was, boom, boom. Aber Jana hat ja schon gesagt, nee, so richtig fühlt sie das nicht. Ich mache es ja auch einfach, weißt du warum? Es ist respektlos. Mache ich das? Nein, mache ich nicht. Warum? Weil ich Respekt vor dir habe. Und wenn wir jetzt mal zwischen den Zeilen lesen, scheint er voll der anständige Typ zu sein, der auf jeden Fall nicht so eine Frau unter Druck setzt und so Eifersuchtsszenen macht und Handy kontrolliert und so weiter. Ich glaube, der ist richtig, richtig entspannt drauf. Wir sind nicht verheiratet, wir sind in keiner Beziehung. Wir haben uns nicht irgendein Versprechen gegeben. Ich verstehe nicht, warum man da jetzt so wütend wird und... Was ist los? Hat sie die Danzer gemacht oder was? Inwiefern? Wirklich, am meisten stört mich, dass sie da gesagt hat, ich wäre respektlos. Ja, ist mein Verhalten schlimm? Nein, null. Da merkst du schon, dass es eigentlich nicht der Richtige ist. Ja. Wenn du das auf locker empfindest und der das gar nicht.
Ich kann heute Abend alleine schlafen. Das Problem ist, wenn ich ihn jetzt versuche zu verstehen, ich glaube, der hat einfach unfassbar Angst, weil sie beim letzten Mal gesagt hat, hey, also eigentlich bist du vielleicht schon mein Perfect Match, aber so hier im Spiel, nee, also ich stehe eher auf Ryan so optisch und bla bla bla. Und der hat einfach Angst, dass er sie jetzt verliert an Ryan, wenn sich sozusagen sie dem Ryan öffnet, denn am Anfang hat sie auch kurz mit Ryan getanzt. Damit Paddy hatte also einfach eine gute Zeit und er hat nicht mehr so richtig die Kontrolle und deswegen fährt er jetzt diese Filme und sagt so, oh mein Gott, und wie kannst du nur und du hast gesagt ernst und dies und das. Ja, ich glaube, das ist das Ding. Der weiß, der hat ein bisschen verloren gerade. Aber das Gute ist, und ich sage das leider auch sehr oft sehr falsch, dass ich immer sage, hey, die sind nicht so reif im Kopf, gerade die Jungs und so weiter. Wir haben ja noch Wilson. Wilson kommt zu... Wilson kommt zu Jana und sagt Folgendes, um ihr zu helfen. Und ich wollte echt jetzt nur so eine kleine Hilfe dir sein. Ich habe mitbekommen, der Martin, der findet hier auch super. Der aus. Martin? Vielleicht passt das auch einfach besser so. Das ist gerade wirklich nicht hilfreich, Junge. Wilson sagt dann nach 10 Minuten Empörung, nee, war ja nur Spaß. Ich weiß nicht, ob das Spaß war. Es kam so ein bisschen ernsthaft rüber und da fragt man sich auch, was mit denen los ist. Auf jeden Fall, Cedar denkt, okay, ich habe noch ein Ass im Ärmel, denn es sind jetzt schon 4 oder 5, 6 Tage vergangen und ich sag doch jetzt am besten der besten Freundin von Jana, der Julia oder einer guten Kollegin da drin, wie ich es empfinde. Kannst du sagen, dass ich mich nicht in die verliebt. So krass ist es. Sonst wird mich das jetzt oh, nicht krass. So krass, okay, das ist krass. Und er sagt natürlich dann so, psch, aber bitte sag's echt nicht weiter. Aber ich glaube, er möchte das so ein bisschen durch die Blume, dass sie es weiter sagt. Aber auch das, glaube ich, wird nicht unbedingt jetzt dazu führen, dass Jana denkt, oh mein Gott, voll cute. Matching Night Nummer 3. Melanie, wie geht's dir? Ja, mir geht's sehr gut. Ich wurde gut von den Mädels wie auch von den Männern aufgenommen. Das gefällt mir hier. Das denkt sie zumindest, dass sie gut aufgenommen wurde, aber... Aber wir haben ja gehört, wie ein paar Leute von ihr gesprochen haben. Unter anderem Jana. Jana, ist sie da? Hast du ja gesagt, dass du sie nicht magst, allein wie sie redet. Das habe ich nicht so gesagt. Ich habe gesagt, dass ich mit Personen, mit so einer Attitude in der bisherigen Vergangenheit nicht klargekommen bin. Weil ich ihre Art mit diesem Denglisch und so einfach nicht mag. Also eigentlich hat sie es ja genau so gesagt. So kann man zumindest interpretieren. Okay, ist ja das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Aber das Lustige ist, die könnten sich doch ganz gut verstehen, denn in den letzten Folgen merken wir schon, Jana hat auch so eine gewisse Attitüde. Attitude. Aber das Denglisch ist too much. Weißt du, was ich meine? Wie findest du es? Ja, krass. Das hat mich oft angelächelt. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass sie so über mich spricht. Ja, ich wähle heute Abend den Cap. Hallöchen. Dann loggt euch bitte ein. Nach dem Drama in der letzten Matching Night, ne? Ja. Ist ja der Ryan mit der Pia in den Boom Boom Room verschwunden. Ja. Findest du, dass die Pia eine Frau ist, die leicht zu haben ist? Eigentlich bin ich nicht davon ausgegangen. Wenn sie nur was Lockeres möchte, ist es natürlich vollkommen in Ordnung, dass sie das so macht. Und gegen diese Antwort kann man jetzt eigentlich nicht schießen, aber Pia fühlt sich trotzdem so ein bisschen falsch verstanden. Wieso? Hä? Also bin ich keine, die leicht zu haben ist. Was redest du, Edda? Bist du in der Sendezeit? Dass ich gesagt habe, dass sie die Drama Queen ist und auch ein bisschen auf Fame steht, weil die Aussage ist völliger Blödsinn. Bist du eine Drama Queen? Nö, finde ich nicht. Also was auf jeden Fall auffällig ist, ich glaube, Edda mag es schon im Mittelpunkt zu stehen und das Drama um sich herum zu schüren, aber für so ein Dating-Format ist es auch wichtig und hilfreich. Sie da. Du hast auch gesagt, sie ist weder optisch noch charakterlich eine Granate. Das ist meine persönliche Meinung. Stört dich das? Er ist eine krasse Aussage, er kann ja seine Meinung haben. Und ich finde, sie reagiert eigentlich relativ gut drauf. Ich glaube, die ist schon innerlich verletzt, weil das hört man ja auch so nicht gerne. Zwar hat die auch keinen Bezug zu Zidane, aber das hörst du ja trotzdem nicht gerne. Ich will heute den Paolo. Paolo, glaubst du, ihr könntet ein Perfect Match sein? Ja, nach wie vor. Ja? Ja, und ich mag's, dass der Mann, der 1000 Worte einfach mal so richtig einen teilhaben lässt an seinen Gedanken. Die nächste, die dran ist, Maya. Wen willst du denn heute? Den Eti. Begeisterung sieht anders aus. Alles gut? Ja, bestens. Ich glaube, er ist unentschlossen zwischen drei Frauen. Und wer sich jetzt gerade wundert, warum redet Maya für Etty? Naja, weil Etty nicht wirklich viel zu sagen hat. Auch so ein Kandidat. Ja, du warst ja schon zweimal im Boom Boom Room, ne? Ja. Einmal mit Cida und einmal mit Cida, Ryan und Pia. Richtig. Was ging denn da so mit Cida? Das war also das, was das letzte Mal schon ging, ne? Dass es eben ordentlich gepoltert hat und das hatte ja auch Ryan festgestellt. Du hast gesagt, was hat neben dir gescheppert? Coole Bewegungen so. Von
Minuten wieder. Und noch ein Workshop. Zida ist für die Bewegung zuständig. Und Ryan fragt so, hä, wie hast du das jetzt gemacht? Also, okay, krass. Und wie oft haust du da? Ach, voll crazy. Zida, du hast ja heute der Julia gesagt, du hast dich in die Jana verliebt, ne? Ich hab gesagt, ja. So, ja, ist so. Und diese Romantik, die plötzlich in der Luft liegt. Auch eigentlich klar, dass Sophia das droppen wird und für Zida nicht so gut, glaube ich. Ich fühle mich jetzt ein bisschen unter Druck gesetzt, dass so ein bisschen die Bombe mit dem Verliebt gekommen ist, weil für mich ist verliebt schon ein großes Wort. Ich kann auch nicht so sagen, dass ich so viel für ihn empfinde, gerade nach einer Woche. Und in meinem Spekulationsboot sitze ich mal wieder. Ich glaube, er macht jetzt, Zida macht so fast forward, weil er eben Angst hat, sie zu verlieren. Zu schnell, zu viel. Passt irgendwie sehr, sehr oft gerade. Hab ein bisschen intensiv mit einem anderen Mann getanzt und das hat ihm nicht so gepasst. Jana, ist sie da dir zu eifersüchtig eigentlich? Nee, nicht das, sondern der Umgang mit der Situation. Also mir zu sagen, ich wäre respektlos und dann noch ein paar andere Sachen, war nicht so schön. Und er wurde ja schon zum kleinen Rumpelstilzchen. Julia hatte dann gesagt, nee, aber ich habe mich auch so ein bisschen verliebt. Und Sophia möchte jetzt von Julia wissen, was ist denn jetzt so der Tipp von dir an deine Freundin Jana? Dass sie auf jeden Fall sich selbst treu bleibt und dass sie sich nicht kaputt machen lässt von sowas. Was soll das denn, Mann? Was für kaputt machen? Wann habe ich irgendwas Schlimmes gesagt? Ist mal ehrlich. Ich habe dir aber auch schon gesagt, dass viele Frauen in der Villa gesagt haben. Sag doch nicht mal, red nicht. Bist du das immer? Was redest du jetzt von der Seite? Das nervt voll. Jetzt mal bitte ehrlich. Und es eskaliert hier plötzlich von 0 auf 100. Und ja, das mit dem Kaputtmachen legt er jetzt aber auch komplett auf die Goldwaage. Und was für Kaputtmachen? Red nicht. Und dann kommt Maya. Ich rede doch mit dir. Hallo, das ist respektlos. Was denn daran? Das ist respektlos. Du hast niemandem den Mund zu verbieten. Das reicht jetzt. Nein, du hast niemandem den Mund zu verbieten. Ganz einfach. Und ich liebe diese UNO-Reverse-Card. Denn er hatte ja gesagt, Jana ist respektlos und Maya spielt jetzt die Karte aus. Junge, das ist respektlos, wenn du zu einer Frau sagst, hier, rede nicht. Ist auch respektlos. Ich will heute den Ryan. Hast du Interesse an der Jana? Ja. Glaubt ihr, er könnte ein Perfect Match sein? Ja. Könnte. Ja, das könnte schon gut sein. Und wer sich jetzt wundert, Ryan kam in der Folge kaum vor. Bisschen enttäuschend, weil ich muss schon sagen, ich freue mich immer auf die Clips mit ihm, vor allem die Interviews und was er so sagt. Also das ist schon, wenn man von Highlights sprechen kann, schon lustig. Wen willst du denn heute, Julia? Ich will heute den Paddy. Den Was? Paddy? Geil. Und jetzt müsst ihr mir helfen. Lag es daran, dass sie in den Schuhen nicht so gut laufen kann oder dass das Kleid unten so eng geschnitten war, dass du so einen Bewegungsfreiraum hattest von so, keine Ahnung, 5 Zentimetern. Gestern im Spiel durftest du ihn aber auch wieder nur auf der Wange küssen, ne? Ja, der erste Kuss soll etwas Besonderes sein. Shelly, wen willst du heute? Den Wilson. Den Wilson. Und Wilson bleibt sich eben seiner Rolle sehr, sehr treu. Der möchte sein Tempo fahren. Und sein Tempo ist erstmal ins Auto einsteigen und erstmal warten. Was aber natürlich auch okay ist, aber in so einem Dating-Format hatten wir das auch noch nicht. Ich küsse erst, wenn ich das Gefühl habe, dass ich dafür bereit bin und das machen möchte. Also bist du dir noch nicht so richtig sicher mit der Shelly? So sicher nicht, dass ich mich mit ihr küssen wollte, sonst hätte sie geküsst. Wärst du dir sicher genug? Also ich mag ihn sehr gerne. Ich finde auch so Männer, die viel zu viel Interesse zeigen und die so full in love gleich sind, die will man meistens eh nicht als Frau. Man will eigentlich immer die Männer, die ein bisschen auf Abstand gehen. Und ich glaube, sie trifft hier nicht den Nagel komplett auf den Kopf, aber schon seitlich. Schon seitlich, sie hat den Nagel schon berührt. Denn das stimmt, wenn du zu viel am Anfang gibst, dann erdrückst du natürlich auch die Frau. Zieh da, Voice. Ich hab mich verliebt. Und wenn du zu wenig machst, ist es aber eigentlich auch nicht gut. Es muss ja eigentlich so ein Good Feeling sein, dass du auf jeden Fall weißt, dass der andere Interesse hat. Ich finde, das muss man schon zeigen, von beiden Seiten am besten. Und dann einfach eine gute Zeit zu haben und das zu genießen. Das ist, glaube ich, der Key. Und diese ganzen Spielchen muss man auch beiseite schieben. Sollte man. Wen willst du denn heute dann? Ich will heute den Gerrit. Ich mag seine ruhige Aura. Gut. Sina. Ich will heute den Sandro. Afra. Heute wähle ich den lieben Sida. Lisa Marie. Ich will heute den Martin. Martin. Und Martin ist so oder so der Beste. Das ist für mich auch so ein Comic-Charakter. Ich kann den ganz, ganz schwer irgendwie zuordnen zu irgendwas. Auf jeden Fall steht er jetzt wieder vor Sophia mit dem Kopf wieder zurück und schaut sie so von oben an. Das ist auch besonders, sagen wir es mal so. Du hast ja gestern mit deinem besten Stück bei der Challenge für Gesprächsstoff gesorgt. War es eine originalgetreue Nachbildung?
gesagt, ich würde sagen, kannst es nicht 1:1 original nachgetreu machen. Ich habe auch mein Ding seit einer Woche nicht gesehen. Zumindest nicht im harten Zustand. Hast du das Gefühl, du kommst gut an eigentlich bei den Frauen? Beidseitiges Desinteresse, mehr oder weniger. Ist vielleicht auch nicht so smart, so reinzugehen, wie er reingegangen ist. Ne? Vielleicht liegt es aber auch so ein kleines bisschen an Prahlerei mit Frauengeschichten. Dass der Ryan sich nach der Nacht im Boom 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 jetzt wieder auf andere Frauen konzentrieren will, hat dich nicht ganz so gestört, oder? Es ist nicht schlimm, weil dafür sind wir ja hier. Wen willst du heute, Pia? Ja, den Ryan. Ryan, Jana, kommt bitte beide nach vorne, Ryan in die Mitte. Und diese Situation bekommen wir jetzt zweimal. Also einmal muss sich jetzt Ryan entscheiden, aber da steht ja noch ein Mädel ganz hinten. Also, erstmal Ryan, wen nimmt er? Ich würde mich tatsächlich heute mal mit der Jana einloggen. Ja? Ja. Okay. Ich habe das schon ein bisschen geahnt, dass ich heute übrig bleibe. Und das ist schon brutal, denn diesmal werden zwei Frauen definitiv leer ausgehen. Thais ist dran. Thais, wen willst du? Den Garrett. Garrett, Lina, bitte einmal nach vorne. Die Qual der Wahl, mit wem möchtest du dich einloggen? Der Thais oder bei Lina bleiben? Boom, und das ist es. Was sagt ihr? Schreibt mir eure Gedanken, eure Meinungen gerne unten in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt einen fantastischen Tag. Wir sehen uns bald wieder und ich sage an der Stelle, schödelö. Ciao.